So. Jetzt spawnen wir die ganze Zeit bei A in der Nähe. Ja, genau, jetzt ist A unsere. Shit. Nehmen wir uns den Panzer? Ach. Naja, von mir aus. Ah, du fällst. Wo bist du hin? Wir haben Alpha übernommen, das ist gut. Gott, ist das Ding lahm. Naja, es hat einen Panzer. Ey, stopp, da steht stopp, bleib stehen! Scheiße. Oh ne, nicht scheiße. Die hießen die amerikanische Flagge. Wir sind die Amis. Eben, ja. Ist der? Alter, wo? Oh! Der Arme, hast du eine Rakete fliegen sehen? Ja, ich hab halt nur geschossen. Wie der voll euphorisch einfach zugefahren kommt. Fuck, Panzer. Komm schon! What the fuck, warum machen wir dem keinen Damage? Aussteigen, aussteigen! Oh! Ich hätte ja eigentlich reparieren können. Dann repariere ich dich halt. Lauf, lauf! Warte, wieso mache ich dem kaum Schaden? Vielleicht hat er extra Upgrades, denkst du? Ja, okay. Gut, ich hab ihn zerstört. Okay, dann lass uns jetzt C einnehmen. Bist du sicher? Natürlich. Hier ist ein Medikit. Warte, da bleib aber in Deckung. Im Notfall kann ich dich sowieso heilen. Was macht er da hinten? Färben? Ja. TV, so ein Typ färbt, weißt du? Ja, da hinten ist einer. Markieren doch für mich bitte. Ich kann ihn nicht, warte, ich sehe ihn aber. Aha. Ja, genau, der. Hab ihn. Retterkerl. Hilfe bei Squad. Oh, eine Schrotflinte. Oh nein, eine Erweiterung. Ja, wahrscheinlich. Ja. Schrotflintenmagazin. Bleibst du bei C? Ich gehe gerade in die Nähe der russischen Basis. Aber nee, das ist faggy. Zu riskant. Ja, ich weiß gerade nicht. A wird eingenommen. Ja, bis ich da bin. Okay, du bist hier. Verräterkill. Ich wäre ja immer noch dafür, dass wir mal Hardcore-Mode spielen. Wobei, beim Hardcore, das habe ich schon getestet, kannst du den anderen nicht messen. Du kannst ihn aber auf andere brutale Arten töten. Weißt du, was Basti immer gemacht hat? Warte, wieso? Was? Basti hat, er hat mich getötet, reanimiert. Getötet, reanimiert. Ja, Minuspunkte plus. Voll unfair, Mann. Das kommt so episch wie letztes Mal bei Alpha. Sind die die sind wir alle durch, Alpha? Ne? Wir, ja. sind gar nicht so viel, sehe ich gerade. Wir sind nur 6 gegen 5. Ja, stimmt. Oh! Oh, verdammt, das hat auch gerade wehgetan. Du bist aber hinter mir, ja? Ja. Alter, da ist eine Drohne hier drin. Ja, über uns. Sie hat mich geroadkillt. Aber ich hab... Wo ist deine Klasse? Ich hab auch gedings. Wo ist deine scheiß Klasse, Mann? Da müsste doch irgendwo mein Gewehr rumliegen. Warte, da. What the fuck, du hast dich aufgelöst! Ich bin hinter dir.
Boah, du siehst so episch aus mit deiner AK. Verdammte Armin mit der AK. Armin mit einer Russenwaffe. Achtung! Danke. Retterkill, na schon okay. Oh, danke. Toll. Oh, verdammt, da ist ein Panzer. Du bist Pionier. Gerade du bist derjenige, der nichts sagen sollte. Oh, verdammt. Du solltest sagen, yeah, ein Panzer. Ja, aber ich hab kaum noch Munition, das ist das Problem. Da. Na gut. Ja, oh. Ja, aber ist zerstört. Für die Raketen? Keine Munition oder was? Er ist zerstört. Na, für die Raketen, aber also ich hab keine Raketen mehr. Ja, das meine ich doch. Munition für die Raketen. Ja. Ja, das erinnert mich an Resi ein bisschen. Also, nicht von uns Resi, aber trotzdem. Ach, egal. What the fuck? Da ist irgendwo ein Sniper. Das war ich. Aber wieso machst du so einen Scheiß? Sorry, aber ich wollte nur hören, wie dein Typ sagt, nicht schießen, Verbündeter! Das klingt so süß. Tja, mein Typ sieht so gay aus. Guck mich mal bitte an. Ich mit meinem gay Schnurrbart, oder? Alter, du bist voll schwarz. Ich kann deine Augen nicht sehen, so schwarz bist du. Ja, gay ist gut gewählt. Oh. Meine Kehle. Ah, da oben ist einer. Boogeyman 6, was ist das für ein bescheuerter Name von der Drohne? Boogeyman. Oh, du armer Kerl, du hast mir voll leid. Ja, der ist ein Hyper, der da oben gekämpft hat. Du hast ihn gemessert? Ja. Wieso tut er dir deswegen leid? Okay, wieso konnte ich mein Fahrschirm nicht einsetzen? Nee, du leidest gerade hier extrem. Amt. Ah, ich bin gerade durch den. Oh, ich kann episch durch den Sound crashen. Warte. Das ist. Aha, man. Komm, wir müssen zu B. Okay. Oh! Ich bin gegen einen Baum gefahren. Muss ich dich reparieren? Nee, ich bin schon kaputt. Oh. Wobei, was heißt, wir müssen zu B? B wird nur gerade von uns wieder eingenommen. Von C? Ja, zu C müssen wir jetzt. Warte, ich hab'n Quad. Komm, ich hab. Ja, shit. Wo bist du über? C verloren. Ja, ich lauf grad zu C. Müssen wir irgendwann mal auf den Weg kommen. Ah, ich seh. Boah, wie du da episch gejumpt bist. Voll episch! Warte, da oben ist irgendein Sniper. Er ist da. Er lebt noch, scheiße. Oh fuck, der hat sich das schwere hinter uns. MG geschnappt. Und nicht nur das, ein Panzer. Panzer! Okay, Spanner bei C. Ha, heiligen wir die Bauch. Ich komme jetzt C4. Jetzt bin ich bei B gespawnt, ich verdammte Idiot. Ich hab das Gefühl, meine Raketen machen gar keinen Schaden. Irgendwie. Er hat verbesserte Panzerung, habe ich gesehen. Als er mich gekillt hat. Hat verbessert. Ja, toll, ich hab alles verschossen und. What the fuck? Hab dich gerecht. Ja,
Fuck! Gerade verreckt. Bist du bei mir gespawnt? Ja, wo ist er denn? Ich hab keine Ahnung, ich hab den nicht wirklich gesehen. Stellung geräumt und unter Kontrolle. Warten. Okay, C haben wir wieder. Sehr schön. Oh, wir fühlen aber richtig. Ja, doch, stimmt. Wir sind jetzt 15 Mal gestorben. Naja, gut. Plus minus. Es geht um die Dingeroberungen noch, weißt du? Ja, klar eben, deswegen sage ich ja plus minus. Alpha. Oh, ja, und du musst die Sanitäter noch mit einrechnen. Deswegen sage ich ja okay. Plus minus. Im Endeffekt zählt, was da steht. Eben. Alter, bis ich bei so einem jeweiligen Angriffspunkt angekommen bin, wurde sowieso schon erobert. Also ich bin jetzt bei A. Okay, die haben das eingenommen. Ich folge dir. Ja. Wobei ich wahrscheinlich nicht so nützlich sein werde, weil ich nur verdammter Aufklärer bin. Und ich als Busch bin da voll auf. Voll auf. Wir haben die Feuerbasis verloren. Ja, dann geh doch nach oben und snipe dort. Ich hab ne Flinte. Aha. Komisch, da war nur einer, das kann ich mir kaum vorstellen. Yeah, wir haben Atomen. Komisch. So. Ein Tag im Leben eines Aufklärers. Der Aufklärer rennt die Treppen hoch, wie von einer Tarantel gestochen. Dann schlägt er ein Fenster ein mit seinem epischen Messer, klettert die Leiter hoch, so, stellt sich in eine Ecke, wo ihn nie jemand finden wird, und verabschiedet sich, kurz pissen zu gehen. Bis gleich. Ziemlich langweiliger Tagesablauf. Wie komme ich jetzt hier runter? Ah. Wo sind denn die alle? Feuerbasis verloren. Haben die Feuerbasis verloren. Eigentlich soll ich jetzt über Punk ablassen, aber irgendwie. Geht das nur bei Spinders richtig gut? Ah. Aufgrund des bastardartigen Verhaltens eines Aufklärers ist der Aufklärer in seiner Gruppe nicht besonders beliebt. Und wird ständig hinter dem Rücken von seinen Kollegen fertig gemacht. Ja gut, das hat weniger mit dem Aufklärer zu tun als mit dir. Aber ich bin gerade Aufklärer. Ja, aber das liegt nicht daran, dass du Aufklärer bist. Die Leute sprechen auch so über dich hinter deinem Rücken. Oha. Ich bin hinter dir und spreche über dich. Naja, das ist schon so gut wie gewonnen. Ja, jetzt müssen wir eigentlich nur rumlaufen und rapen. Ah, jetzt noch zu C. Hätte jemand das Stoppschild überfahren? Oh ne. Rowdy. Strands, guck mich an. Was? Was ist denn jetzt schon wieder? Oh Mann, nein!
kein Granatentango. Ich werde hier gerade die ganze Zeit von allen Leuten abgeknallt. Und ich halt weiter chillig meine Granate da. Und jetzt werfe ich sie über das Haus. Ich muss nachladen. Ich wurde angeschossen, Punk. Ja, ich kann nicht zu. Scheiß aufklären. Wenn ich es nicht überstehe, sagt Doggy, dass ich ihn liebe. Doggy. Scheiße. Das ist ein Panzer, ja? Ja, ich bin gerade dabei gegen einen Kämpfer, aber wer weiß, wo ich bin. Naja, das hat sich... So, hab's. Das hat sich irgendwie scheiße herausgestellt. Ich habe gerade einen Quad mit C4 vollgepumpt. Ja, steige ab, lass das Quad zu ihm fahren. Schon wieder? Ja, aber das C4 ging nicht in die Luft. Das hat mich voll aufgeregt gerade. Na, wir haben alles. Wir sind halt aus. Ja. Da ist eventuell noch einer. Pass auf. Wolf 2, Sie haben die Feuerbasis übernommen. Ich werde jetzt sowieso total gay sein und snipen. Snipen ist nicht gay. Ja, ich bin episch hinter einem Baum am Deckung umgehen. Oh! Oh, und der hat dich mit der Rakete giftig. Mit dem scheiße Gustav. Boah, shit. Schweres MG hat mich gekillt. Haha, es muss abkühlen. We lost B! Dabei! Voi. Schon wieder einer an einem MG. Hab ihn. Echt? Du musst ein MG mit gleich zerstört. Episch. C ist ja wieder weg. Ja, bin gerade dabei, um es zu saven. Achtung, da ist so einige, glaube ich. Egal, ich habe meine süße kleine MP. Gut, wir haben Panzer. Stellung geräumt und unter Kontrolle! Hat einen gesehen? Keine Ahnung. Ja, ich sehe einen, hab ich. Yeah, Basis erobert. Yeah. Es ist weniger. Das ist kein Krieg, man, das ist eine Ausrottung. Genauso wenig wie ein Krieg zwischen Menschen und Maden oder Drachen und Wölfen. Oder Menschen, die auf Drachen reiten und mit Wölfen nach Maden werfen. Panzer. Ja, hat mir ein Bein weggeschossen. Den Bastard habe ich erwischt. Wie gemein, warum müssen die so gemein sein? Ja, Wieso, was willst du machen? In den Kopf schießen und dann so hinknien, request card in Patch. Ja! Ey, what the fuck, im Krieg hast du da keine Zeit! Na und? Wenn du den Gläubigen in. What the fuck, ich bin voll geglitscht. Wenn du den Gläubigen in Krieg schickst, ja? Dann. Ja. Komm, Strands. Nein, komm, du bin dabei. Fährst. Na gut.
Na gut. So von wegen, was anderes. Wir sehen die ganze Zeit nur weiß und naja. Ja, was kommt denn jetzt? Da. Laguna Presa. Das hatten wir noch nie, glaube ich. Echt? Ja. Also nie aufgenommen, noch nicht auf YouTube. First time, man! Jemand blind. Was denn? Ja, du hast recht. Du hast recht, es ist blind. Ja, oh, episch, das habe ich noch nie gesehen. Ah, doch. Wir haben das mal gespielt gehabt, aber... Ja, doch, kenn ich. Ich hol mir ein Quad. Und ich fordere dich natürlich auf, mitzunehmen. Na komm, du fährst. Natürlich. Damit die Leute sehen, wie... Ja, dann geh weg. Nein. Geh weg. Scheiß Steuerung. So. Nein, es ist das Unfaktor. Welches? Warte, ich bleib mal einfach stehen. So, jetzt los. Go. Jetzt verflucht er uns bestimmt. Verdammte Knarrenschwuchtel. Komm, wir sind die Einzigen mit SP. Ja, das ist ja klar. So, wohin willst du, Schatz? C. Please hold the line. Wow! Oh, das ist ein Panzer! Ich weiß, ich versuche wegzufahren! Nein! Warte, ich fahr eine Runde, dann spawnst du bei mir. Alter, voll Motorstorm. Warte, ich repariere das Ding erstmal. Dabei! Also wohin? Zu C, verdammt! Immer noch. Warte, ich seh nicht wohin fahren! So, da ist C, steig aus. Schildpanzer! Ein übertriebenes Kampfgebiet hier, weißt du? Ich sehe nichts. Hat sich beschädigt. Ah, oh, fuck. Lebst du noch? Tut mir leid, Schatz. Me was ich killed. Anhör, Abstelle, Ruhe, was nehme ich denn? B. B ist, mit B macht man nie was falsch. Das ist. Achso, wenn man bei C spawnen sollte. Ja, aber wir können bei C nicht spawnen. Du Schiege. Das in. Hey, da ist ein Quad. Das ist unser Quad, aber da ist noch ein Panzer. Warte, darum kümmere ich mich mal. Oh fuck, da ist ja einer. Lebe. Panzer noch da, oder? Natürlich. Oh fick, der Panzer hat mich gekillt. Ah ne, nicht mal. Nein, die sind rausgekommen. Kriechen die Maden aus ihrem Versteck. Ja, ne? Und spawnen wie Fliegen über einem Scheißhaufen. Oh, episch. Wenn du so weitersprichst, dann wird wieder auf den Gräbern rumgemacht. What the fuck? Also wo ist C? Da, oh Gott, ich... Da. 80 Meter! Und ich renne, als wäre ich Usain Bolt. Und der Panzer ist gerade ein bisschen nerven, weil der Typ ihn immer repariert. Spawn bei dir. Ah,
Alter, ich defibrilliere ihn unter Wasser. Ist das nicht ein bisschen ungesund? Yeah, sehr schön. Ist der Panzer weg? Und ich aber auch. Irgendwo ist einer, pass auf. Die sind jetzt wahrscheinlich alle aus dem Panzer raus und versammeln sich hier. Diese Bastarde. Ja. Von hinten, ja. Na, die sind in den Dschungel gerannt. Fuck, das ist ein Schwarzer. Oh, er ist tot. Yeah! Wenn wir zu Hause sind, mache ich eine Flasche Sekt auf. What the fuck? Was denn? Wenn wir nach Hause kommen? Ich meine, wenn wir nicht nach Hause kommen, wer kümmert sich um Doggy? Verdammt, Doggy! Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe mal meinen Hund früher immer in den Krieg mitgenommen. Und der ist jetzt total traumatisiert deswegen. Ich stelle mir das gerade mal vor. Ich kann es dir später mal zeigen. Ich habe es mal aufgenommen. Der arme Hund. Aber was schießt er denn? Oh, danke. Ah, fuck. Strands! Dankeschön. Ich wollte ja eigentlich den anderen Typen zuerst reanimieren, aber du hast Vorrang. Gott, fühl mich auf dieser Map so offen, ich kenne die kaum. Was fühlst du dich auf der Map? Offen. Ha. Ja, ich kenn's selber auch nicht. Ich habe auch das Gefühl, hier haben Scharfschützen echt ihren Spaß. Ja, gut. Ja, wie gesagt, das ist ein ziemlich offenes Gebiet, alles total grün. Hier ja, aber flach halt. Ja, also kann sie nicht unbedingt irgendwo auf einer Ebene oder so verstecken, das ist ja. Oder aus der getoben Camping, ich weiß nicht, ob man da hinkommt. Ja, von hier hat einen schönen Überblick. Hat einer Lust zu snipen? Naja. Wo ist er hin? Shit, ich vergesse, dass das Alpha angegriffen wird. Ja, ich bin in der Nähe, aber. Boah, nein, er hat 2% gehabt. Scheiße. What the f- Lebst du? Nein, Chef. Nein. Schnell zu B. Ich spawne dort. B wird gerade angefickt. Na, ich seh's. Mit B geht's wieder gut. Ja. Ah, oh, von hinten. Scheiße. Bist du ein Sanitäter? Ja, aber da müsste ein anderer Sani in der Nähe von mir gestorben sein. Dann kannst du. Danke. Soll ich deine Rücken? Und ich hab. MG3. Okay. Das ist episch, das Ding. Warte, wieso kann ich mich damit ganz schnell bewegen wie. Mit der AK? Ah, du hast bei der AK. Warte. Hast du bei der AK ein Munipack? Keine Ahnung. Glaube nicht. Kann ich da noch 180 Schuss haben? Das Leute. Yeah, ich hab die M136 AT4. Ja? Das ist ja. Eine zielsuchende Dings, ja? Also du. Und die gut, kannst ja. Du mit dem. Mit dem rechten Stick lenken. Mit Peilsystem zur Zielfassung und nicht kompatibel mit Peilsendern. Oh, schade. Ja, du benutzt das Ding, die Peilsenderpistole sowieso nie. Ja, die habe ich ja gar nicht. Doch. Ah, ne, nein, noch nicht. Nö. Das kann ich ab. Das ist Zielsuchen, ja, du, also was heißt Zielsuchen? Du lenkst das Ding selber mit dem rechten Stick, nachdem du ab. Ja, what the fuck? Na gut, das kann ja, vielleicht. Es ist einfach so wie das, Ja, diese stationären genau. Geschütze. Ja, ganz genau. Außerdem, sind die von den. Von den Ding her am stärksten. Die machen am meisten Schaden. Immerhin etwas Positives. Ja, und sie machen halt keine, weil sie ja, ja sozusagen Ziel, ja, weil du sie lenken kannst, machen sie keine Gravitationskurve nach unten.
Ja, klar. Fuck. Wollte ich jeder beleben, oder? Gravitationskurve. Gravitationskurve. Was ist das denn für ein Wort? Yes, mein Lieber. Sie wird nicht von der Schwerkraft beeinflusst. Meine ich doch. Ah. Ist das Problem damit, dass ich jetzt Gravitationskurve sagte? Nein. Weil ich hab ein Problem damit, dass der jetzt überlebt hat und mich töten will. Dass er dich töten will, kannst du sowieso von ausgehen. Nein, das, er will mich töten. Naja, wird er ist weg. Wie gesagt, nimm die Kestrelknarre. Die hab ich ja noch nicht. Nein? Oh. Zum Geil kriegst du denn die Kestrelknarre. Komm zu C, zu C. Wo ist C? C! Das riecht wie eine scheiß Falle. Ja. Irgendwie schon, ne? Keine Sau zu sehen. Crazy-Style. Anyway. Reparier das Ding mal bitte. So, und jetzt müssen wir es doch irgendwie ins Wasser kriegen. Nein, warte, ich stoß dich mal. Geht nicht. Das ging in GTA immer. Echt? Ja gut, dann lass mich es. Nein, in GTA konntest du, wenn du gegen ein Auto sprintest, konntest du so mitbewegen. Bewegen, ja. Wie das immer aussah. Voll unrealistisch. Okay, holen wir uns. So, wo gehen wir hin? B. Oder A. B. Das ist die Aufgabe eines jeden Nerds, B zu rennen. Ich wundere mich gerade, wie ich so auf so einem holprigen Quad gerade ziehen kann. Achtung! Oh, what the fuck, wie er mich gekillt hat. Oh, wie er mich gekillt hat! Okay. 7%! 7%! Scheiße! Gott. Toll, wir müssen bei C spawnen und mal A und B holen. Wobei, ja gut, wir sind zwar ziemlich in Führung, aber trotzdem. Mhm. Na gut, ziemlich knapp doppelt mehr, aber. Ich komm gleich. Wohin? Ah, weiß nicht, du hast der Hub? Das hörst du? Ja. Ey, du bist ja gleich da unten. Ich bin tot. Wo bist du? Ich hab mir ein episches Quad-Duell mit einem anderen geliefert. Und verloren, leider. Weil er zuerst abgestiegen ist. Okay, ich hab B wenigstens. Du bist ein Held. Jetzt glaube ich nicht überleben, aber. Ah, da, aha, das seid ihr. Ist das ein feindlicher Panzer? Das ist gar keiner. Oh, nein. Ah, ich werde abgeknallt. Ich auch. Take cover! Ja, versuch Cover zu taken. Ich hab getaken. So, warte, ich werde dir ein Medipack hinschmeißen. Die geht's nämlich gar nicht so gut. Danke. Squad-Heilung. Ja. Du bist geheilt. Sehr schön. Okay. Ah, ich werde abgeknallt. Ja, da schießt irgendeiner auf uns einen Sniper oder so. Ah nein, ich sehe ihn, warte. Ja, hab ihn. Oh, fuck. Ich halte dich. Geh weg, da ist ein Mediapack. Ja, gut, dann hat das da. So, du bist geheilt. Okay, danke. Okay, C oder B?
B haben wir. C oder A, ich geh zu A. Warte, ich komm mit. Ich verstehe, du unten die Straße entlang läufst und nicht oben im Gebirge. Du gehst oben, ne? Ah, fuck, man, ja. Ich wette, er hat noch... Ja, what the fuck, er hat 0%! Ja, weil ich ihn gekillt habe. Ja, what the fuck. Oh, danke. Ja, toll, 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 Sniper. Oh! Im Busch verreckt. Und im Busch wiedergeboren. Ah, ich hab ihn mit dem Defibrillator gekillt! Siehst du es da oben? Hast du es gekillt? Ja, ja, da oben steht. Und dann noch ein Headshot, what the fuck? Der Typ muss sich jetzt blamieren, vollkommen. Ich frag mich, wie das aussieht, durch einen Defibrillator zu verrecken. Na, ein Stromschlag und dann weg bist du. Ja, ich meine im Spiel jetzt. Wie das aussehen muss. Aha. Oh! Ich hab einen Revolver gefickt. Fuck, ich hab keine Munition, Mann. So, ich kann kurz als Sturmsoldat spawnen bei dir. Aber bleib dann auch in Deckung. Ja, warte, ich bin eh tot. Okay, ich spawn bei C. Mhm. Oh, ich bin tot. Ich hab's gesehen von oben. Der Aug hat mich gefickt. Also einer mit der Aug. Und trotzdem nochmal bei C. Alter, das sieht trotzdem schlecht aus. Warte, ich halte dich. Achtung! Fuck! Gut gemacht, Scharfschütze. Ich spawn nochmal bei C. Nicht, ich spawn jetzt bei B. Wir müssen zu Alpha! Da stoßt jetzt noch einmal vor. Also ich mag das MG3. Du willst, bleib ich kurz in Deckung und du spawnst bei mir. Wie du willst. Kannst doch nach vorne gehen. Shit, wir haben Bravo verloren. Noch geht's uns gut. Ja, toll, von hinten. Ja, natürlich. Mich auch. Aber ein anderer. Tja, müssen wir jetzt bei C spawnen, wo du da über. Ich spanne beim Ruheeinsatz. Bin ich näher bei B. Das ist ein echt geiler Plan. Warum bin ich nicht drauf? Ruheeinsatz. Er steht da. Ja, schon klar. Was haben sie russischer Einsatz. Okay. Los, Alpha! Spammen wir jetzt alle mit Granaten? Ich hab keine mehr. Ich. Doch, eine hab ich noch. Oh shit. Das war's dann mit mir. Du lebst auch nicht mehr? Mhm. Ja, sind eh nur noch 6. Wie gut wir doch gerade sind. Ja, wir haben keinen
Einziges Mal jetzt verloren bei der Aufnahme. Das ist ja? Selten. Kein einziges Mal? Ja, wir haben bis jetzt jedes Mal gewonnen. Ja, hey! Team hat gewonnen, Ausrufezeichen. Russland! Wir können heute nach Hause gehen. Du kannst endlich, endlich deinen Hund sehen, genau. Oh, endlich! Mein traumatisierter Hund, der damals mit mir im Vietnamkrieg war. Du hast in Vietnam gedient? Ja. Klingt episch. So, denke, das war's. Ja, es würde wenig Sinn machen, nochmal die selbe Map mit Ding zu spielen, sozusagen. Mit der US Army. Na ja, gut, dann. Das ist wieder zu Battlefield 2. Battlefield Bad Company 2. Ja, mehr haben wir nicht zu sagen. Fragen werden noch keiner beantwortet. Weil wir keine haben. Ja, wir haben nicht nachgeschaut. Ja. Ja, gut, dann. Ja. Viel Spaß noch mit Splinter Cell, falls ihr nicht geschaut habt. Und was ist jetzt eigentlich mit deinem Hund? Ja, den zeige ich jetzt dann gleich nachher. Okay. Damit die wissen, welchen Hund ich meine. Mein armer Hund. Ach. Naja, gut, dann. Süßer Kerl. Ja. Oh ja. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Ciao, ciao. Gott, der arme Doggy. War mit uns im Vietnamkrieg. Er war so ein guter. Er ist immer noch ein guter Hund, aber. Schweine. Er war damals für die Verpflegung zuständig und allgemein für die Sicherheit der Soldaten. Er zog uns aus dem Kampfgebiet, wenn wir verletzt wurden. Aber hauptsächlich war er für die Verpflegung zuständig. Er brachte uns immer was zu essen. Besonders diese kleinen süßen Muffins, die er so gut bringen konnte, das war einfach wunderbar. Er hat das immer gebracht. Er wusste immer, wenn ein Soldat hungrig war, Doggy war da mit den Muffins. Bis an diesem Tag, der alles verändert hat. Der sein Leben verändert hat. Wollte uns überraschen mit Muffins. Wollte sie uns bringen. Doch er wusste nicht, dass wir angegriffen werden und mein Kerl ist direkt in den Tod gelaufen. Hat überlebt. Ein Teil von ihm hat überlebt, aber wenn ich daran denke, er wollte uns nur die Muffins bringen und musste ansehen, wie tausende seiner Freunde und Kollegen starben. Und jetzt jedes Mal, wenn er Muffins oder sowas ähnliches sieht, dann muss er zurückdenken an diese Zeit, an diesen grausamen Tag. Verdammt, Doggy, es tut mir leid.